dann würde ich auch ein vorgefertigtes nehmen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, Windows kostet halt 10 € im Aufpreis, aber Windows, ich weiß nicht, nutzt jemand Windows Server, würde ich nicht machen. Also Linux nimmt man in der Regel und da habt ihr zum Beispiel 6 verschiedene Betriebssysteme. Ubuntu ist halt sehr beliebt, CentOS, ich mag CentOS gern. Und da habt ihr halt die 7er, die neue aktuelle Version, die 6er könnt ihr auch noch installieren. Dann die Bit. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit minimal, da wird das reine Linux-System quasi Betriebssystem installiert ohne Zusätze, wenn ihr Standard nehmt. Dann habt ihr die Möglichkeit noch Plesk quasi hinzuzufügen als Administrationssoftware für euren Server. Das heißt, im Control Panel könnt ihr viele Sachen ändern, da habt ihr eine Übersicht im 1:1 Control Panel, Cloud Panel, aber den Server spezifische Sachen, die macht ihr dann natürlich über Plesk. Die Möglichkeit, die 12.5 noch zu installieren, das ist die was ich gemerkt habe beim Testen, Plesk Onyx wird leider noch die 17.0 installiert. Also was heißt leider? Aber wir haben schon die 17.5 ist gerade schon stable bei uns, 17.5.3. Was ihr aber machen könnt, im Plesk, wenn ihr eine Lizenz habt, könnt ihr kostenlos jederzeit upgraden oder updaten. Das heißt, wenn ihr das installiert, initialisiert, dann geht ihr in Plesk, also in die Plesk-Oberfläche und macht ein Update auf die aktuellste Plesk Onyx-Version und dann habt ihr auch die 17.5 laufen. Das zeige ich auch gleich. Genau, und dann klicken wir mal auf Weiter und dann sind wir soweit durch. Was ihr noch machen könnt, sind weitere Einstellungen, wenn ihr zum Beispiel dieses Rechenzentrum auswählen wollt. Zum Beispiel aus datenschutzrechtlichen Dingen würde ich natürlich Deutschland nehmen. Ihr könnt aber auch einen Server in Großbritannien, USA oder Europa, je nachdem, wo eure Kunden sitzen, könnt ihr zum Beispiel einen Rechner in den USA nehmen oder ein Rechenzentrum. Dann ist natürlich die Anbindung dort schneller, die Performance-Latenz ist kleiner und Performance besser. Was ihr macht. Genau, also nur mancher ist natürlich mit manchen Funktionen im Hintergrund so Load Balancing über den Teich wird dann manchmal technisch ein bisschen komplizierter. Genau. Also genau, mach am besten Deutschland. Nee, ich mache Deutschland. Nee, ich wollte auch nur zeigen. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel von vornherein, bevor ihr das erstellt, einen SSH-Schlüssel hinterlegen. Dann könnte ich über SSH quasi über einen Schlüssel Keypair einloggen, ohne Passwort. Aber das mache ich jetzt nicht natürlich. Und ihr könnt zum Beispiel auch wählen, ob ihr ein Prozessor oder zwei Prozessoren mit einem Kern oder je nachdem, wie die auf. Ja, ich mache. Wieso? Wir haben doch Zeit. Also darf man, kann man sich schön drin verkünsteln. Ja. Aber eigentlich reicht es immer weiterklicken. Oh, oh, warte, warte, warte. Sieht man das Passwort? Ja, Mach mal Photoshop. Habe ich mir gemerkt. Nee, das will ich eh. Also das ist auch. Den Server gibt es danach nicht mehr. Das Passwort wird eben standardmäßig dann eben von uns vorgegeben, kann auch im eingeloggten Zustand angezeigt werden. Die sicherheitstechnische Empfehlung ist, dass man natürlich selber sich auf den Server einloggt und das Root-Passwort, man ist Root, Richtig. selber ändert, ja, aus Sicherheitsgründen. Aber normalerweise ist eben hier auch die Entscheidung, es hier auch später wieder anzuzeigen, was wir einmal gegeben haben, liegt einfach daran, wer sich hier einloggt, der kann den Server auch löschen. Also dann. Genau, und ihr könnt natürlich ein eigenes Passwort vergeben, aber ja, weitere Ansicht, habt ihr auch Ja. Felder gehabt, wo ihr das Passwort selber setzen könnt. Also, okay, das läuft jetzt, das lassen wir jetzt mal durchlaufen, aber dann habt ihr halt die Übersicht. Was wir noch zeigen können, was eine coole Funktionalität ist, und ich zeige euch, was geil ist obendrauf, ihr könnt vom Server Snapshots anlegen. Snapshots sind temporär vorgehaltene quasi 1:1 Kopien vom ganzen kompletten Server. Das heißt, bevor ihr irgendwelche Betriebssystemänderungen oder größere Änderungen am Server macht, könnt ihr einen Snapshot anlegen. Dann könnt ihr alles ausprobieren. Wenn es nicht läuft, könnt ihr das 1:1 wiederherstellen. Und das ist ein geniales Feature. Ah, Und übrigens wollte nur sagen, wir sind schon fertig mit der ist schon deployed, der Server, der läuft im Hintergrund. Also genau. den wir eben eingerichtet haben, das waren jetzt war keine Minute. Pass auf, wir haben das YouTube-Video. Auf jeden Fall, genau, das ist sehr praktisch, aber es ist natürlich stressig, sich immer ins Control-Panel, Cloud-Panel einloggen zu müssen über die Weg. Deshalb, das Coole, was mir sehr gut gefällt an dem Cloud-Server ist, es gibt eine öffentliche, also API, über die man quasi mit dem Server kommunizieren kann, über ganz normale Requests, also REST-API. Und da zeige ich euch gleich ein Beispiel, aber ich würde gerne noch, vielleicht willst du noch ein paar Punkte ansprechen, so Ich glaube, dass wir müssen Müssen das sucht jetzt Bild dafür müssen Wir haben Zeit, sputen. Ich oder? will dein Toolkit Ach sehen. so, ah, der ist schon ganz heiß, also das Toolkit. Du kannst dich da vorne hinsetzen, wenn du möchtest. Du musst ja nicht stehen. Ich übernehme jetzt. Okay, genau, und das wollte ich euch kurz demonstrieren, wie man die API aktiviert und wie man richtig einfach und cool sie bedienen kann. Mit, zum Beispiel mit Postman. Postman sagt euch was, so Addon für Chrome, mit dem man so REST-API-Sachen testen kann oder halt ausführen kann, einfach Requests abschicken kann.
Und dann muss man Folgendes machen, man legt sich, natürlich muss man das erst aktivieren, per Default ist es nicht aktiviert, das heißt von außen, wenn ihr es nicht braucht, ist es standardmäßig deaktiviert, ist auch kein Sicherheitsproblem. Aber wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr einen Benutzer anlegen, das habe ich vorhin gemacht, mit Admin, und dann kriege ich einen API-Key. Kann ich auch anzeigen, ich lösche den Server eben an. Genau, und diesen API-Key brauchen wir dann, um uns autorisieren, quasi am Server quasi die authentifizieren, und dann kriegen wir halt die Autorisierung, die Request abzusetzen. So. Und dann gibt es natürlich eine Dokumentation für den Cloud-Server, eine öffentliche, die ihr quasi einsehen könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel verschiedene Sachen auf dem Server abfragen, wie zum Beispiel, wie viele Instanzen laufen gerade in dem Paket, in meinem. Oder welche IP-Adressen habe ich, welche Größen haben, welche Hardware ist installiert. Also es gibt eine Menge an verschiedenen Befehlen, die ihr ausführen könnt, um direkt Informationen zu bekommen. Das Coole ist, man könnte das theoretisch erweitern und ein eigenes Skript dafür schreiben und quasi einen eigenen Service anbieten, um die Cloud-Server quasi. Das ist eine Idee von gestern, gell? Also wir haben intern mal so Hackathons gemacht, wo auch dann Leute einfach mal ganz schnell sich eine Mobile-IP geschrieben haben und selber haben gesagt, ich will es jetzt so hier mit ein paar Knöpfen, das sind meine Funktionen. Einfach den API-Schlüssel eingeben und dann kannst du alles mögliche machen. Du kannst den Server stoppen, du kannst neu starten unterwegs, wenn du unterwegs bist und du hast Probleme oder wie auch immer. Und es gibt natürlich viel mehr Sachen. Also du kannst das Images ansprechen, also es ist nicht nur den Server, aber auch generell alle möglichen Parameter und Metriken kannst du dadurch oder anpingen, wie auch immer. Und es gibt eine Funktionalität, die heißt Snapshot. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wo sie ist, aber ich zeige es euch mal einfach live. So, also ihr könnt euch Postman installieren, ihr habt den User angelegt, ihr habt den API-Key, dann guckt ihr in die Dokumentation, was ihr quasi eingeben müsst. So, da habe ich schon was vorbereitet. Zum Beispiel gibt es einen Aufruf GET-Request auf diese URL, Servers, ganz normal, aber im Header gebt ihr einfach einen Token mit, und das ist der API-Schlüssel. Und dadurch weiß quasi der Server, dass ihr diese ID habt, und dann spuckt er halt alle Informationen zum Server aus. Das heißt, wenn ich den Request jetzt abschicke, bekommt ihr halt die Information angezeigt. Genau. So, der Name des Servers, Black Jupyter Toolkit zum Beispiel, es ist an, powered on und so weiter. Und dann seht ihr auch, welche IP-Adressen der Server hat, wie groß die Festplatte ist, 80 GB in dem Fall und so weiter. Und dann was ihr machen könnt, ihr könnt zum Beispiel fragen, habe ich momentan einen Snapshot? Weil das Problem ist, diese Snapshots, ihr könnt immer nur einen Snapshot parallel haben, also nur einen, also nichts parallel. Und der wird nur 3 Tage vorgehalten. Das heißt, theoretisch müsstet ihr jeden dritten Tag einen neuen Snapshot anlegen. Deshalb kann man das automatisieren. Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt natürlich Backup, ein Image backuppen, aber das wird dann ein bisschen kosten. Das ist nicht kostenlos, die Snapshots sind kostenlos. Und deshalb, bevor ihr größere Änderungen macht, macht ihr immer einen Snapshot. So, und jetzt Snapshot-Informationen, gucke ich, also ich habe momentan keinen Snapshot auf diesem Server, deshalb kann ich mir einen neuen Snapshot erstellen, und das ist ein Post-Request auf den Server mit dieser ID, die ich vorher ausgelesen habe, und mit Snapshot, quasi der Befehl Snapshot, und jetzt schicke ich den Befehl ab, jetzt generiert er mir quasi on the fly, also quasi ich gebe den Befehl ab, und dann generiert er mir einen Snapshot, und hier unten seht ihr schon, dass ihr jetzt einen Snapshot habt. Der ist gültig bis zum 25.09.2017, wenn ihr das seht. Also 3 Tage. Nach 3 Tagen wird er automatisch gelöscht. Was ihr natürlich dann jetzt testen könnt, könnt ihr natürlich gucken, habe ich jetzt einen Snapshot? Jawohl, jetzt wird er auch angezeigt. Und was ihr auch noch machen könnt, ist natürlich einen Snapshot löschen zum Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel doch nicht braucht oder einen neuen anlegen möchtet, dann schickt ihr einfach den Befehl zum Löschen und dann ist er raus. Der ist noch nicht raus, aber der wird noch gelöscht, weil das dauert immer ein bisschen, weil das ja, je nachdem wie groß der Server ist. Wenn der Server groß ist, dann dauert es zum Teil 30, 40 Sekunden sogar. Je nachdem, oder vielleicht eine Minute. Das war so, was ich euch zeigen wollte. Und all meine Projekte, ich habe, bevor ich sogar bei der 1&1 war, habe ich schon die Server benutzt. Und dann bei der 1&1 sowieso. Und jetzt ist das super. Also Plesk funktioniert super auf dem Server. Also ich habe all meine Projekte da drauf laufen. Klar, ich teste auch mit AWS, Azure und all die anderen Sachen, Google Cloud. Aber meine ganzen privaten Sachen lasse ich immer noch da drauf laufen. Ich bin super zufrieden. Läuft super, super einwandfrei. Ich habe mir halt ein paar Skripte geschrieben, die bei mir auch im Hintergrund laufen. Und es läuft einfach. Und dann... Jetzt würde ich gerne übergehen zum Joomla Toolkit, oder möchtest du noch kurz zum Cloud Panel was? Nö, also ich glaube, das reicht jetzt erstmal als Info, also für die Techniker, da kann man sich wirklich drin austoben. Es sind im Prinzip alle Features da, und sollte irgendetwas fehlen, wie gesagt, Feedback immer gerne nochmal am Stand mir geben. Ich gebe es dann vielleicht auch mal weiter dazu. Aber
was ich eigentlich eben auch zeigen von dir nochmal sehen will, eben genau. Jetzt Plesk und dein Toolkit, das, wie das funktioniert, ja, weil genau. Das ist, glaube ich, auch das Tolle, was die Leute hier interessiert. Ich glaube, ja, das interessiert sie vielleicht sogar noch mehr, weil das ist ja dann unabhängig vom Cloud Server. Genau. Aber wenn du willst, nee, musst du nicht stehen. Also, ist okay? Ja. Okay. Alles klar. So, wir haben ja schon viel, ihr kennt wahrscheinlich, also ich denke, ich muss keine Einführung machen zu Plesk. Und genau, damit könnt ihr euren Server verwalten, administrieren. Aber es bietet euch natürlich viel, viel mehr Tools, um einfach produktiver zu sein, effizienter zu arbeiten. Wir haben halt Git, Docker-Integration direkte. Viele Sachen sind halt vordefiniert, zum Beispiel Let's Encrypt wird direkt installiert. Also ihr könnt viele Sachen sehr schnell und einfach machen mit Plesk. Plesk verwaltet auch den Server, hält ihn sicher. Das heißt, wir machen die Sicherheitseinstellung. Im Grunde macht er das Management, was normal die Leute bei 1&1 machen, macht Plesk für euch dann. Das heißt, ihr könnt halt, ihr habt die Power von einem Server, aber ihr müsst euch weniger, habt ihr weniger Aufwand für die Verwaltung. Und es ist relativ einfach, also funktioniert. So, und jetzt haben wir halt die Idee gehabt, weil wir haben bereits ein anderes Projekt für ein anderes Content-Management-System, für ein größeres, oder öfter benutzt, höhere Benutzerzahlen, da haben wir bereits ein Toolkit. Und dann war die Idee, dass wir für Joomla auch ein Toolkit erstellen. Dass man zum Beispiel, wenn man auf einem Plesk-Server ist, dass man quasi alle Joomla-Instanzen, die auf dem Plesk-Server installiert sind, über ein einzelnes Tool verwalten kann. Wir haben auch hier, ihr kennt ja sicherlich, wir haben auch andere Produkte, die das anbieten, wie MyJoomla, Watchfully, wie auch immer. Was der große Vorteil ist, oder Ralf, würdest du sagen, großer Vorteil, dass es innerhalb der Servergrenzen bleibt? Genau, was ich als ganz wichtig und für mich persönlich auch wichtig empfinde, ist, dass wenn du das Joomla Toolkit quasi auf dem Server laufen lässt, du hast keine Request nach außen. Das heißt, alles, was das Joomla Toolkit macht mit deinen ganzen Joomla-Instanzen, bleibt innerhalb des Servers. Das heißt, es geht nichts raus. Also du musst keine Requests machen, es geht nicht keine API-Calls zu anderen Servern, wie auch immer, oder ins Ausland, wie die anderen Services haben. Das heißt, alles bleibt innerhalb der Grenze. Und was mir auch noch wichtig ist,
die Extension, die keinen Update-Server haben, die werden hier nicht aufgelistet. Das ist halt, das war halt die Frage, also das ist so, was ich für richtig halte und warum soll ich die anderen auch noch unterstützen? Das kann ich auch gar nicht. Wie soll ich das abfragen? Das wäre zu umständlich. Was ich machen kann, ich kann hier die Credentials hinterlegen, weil ich habe sie auch gesetzt. Okay, save. Ja, ganz einfach, also zum Testen. Die Instanzen lösche ich eh dann alle. So, das heißt, wenn ich mich nicht vertippt habe, müsste ich jetzt automatisch mich einloggen können. Weil jetzt kennt Joomla Toolkit die Credentials, jetzt kann es auch den Cookie generieren, die Session generieren und den Cookie dann im Browser setzen und danach könnte ich mich einloggen. Also wenn ich jetzt draufklicke, müsste ich eingeloggt werden, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Oder wenn ich nicht das Passwort vergessen habe. Oh, das ist sehr knapp jetzt. Wie ihr seht, ich bin eingeloggt und zeigt er 3.8 an. Ich bin auf 3.7. Komisch, der sagt mir hier unten 3.7.5. Okay, egal. Was wir jetzt sehen, wenn ich jetzt Find Updates über das Joomla interne Update-Mechanismus gehe, jetzt seht ihr, die werden hier auch aufgelistet. Das heißt, jetzt mache ich ein Update über das Joomla Toolkit und dann gucke ich nochmal hier, ob die auch aktualisiert wurden. Das heißt, jetzt stoße ich meinen Update-Prozess über das Toolkit an. Okay, bist du sicher? Was noch nicht eingebaut ist, ist zum Beispiel, dass es vorher automatisch ein Backup anlegt. Das gibt es noch nicht im Toolkit. Das heißt, ich frage nochmal gezielt an, bist du sicher, hast du ein Backup angelegt, wie auch immer. Und jetzt mache ich Install. Aber und wir jetzt, haben ja vorher einen Snapshot angelegt. Wir haben ja vorher einen Snapshot angelegt. Im Cloud. Womit planst du denn das Backup zu machen? Ich bin am überlegen, aber nichts Joomla-internes. Das wird unabhängig von Joomla sein. Also keine Joomla-Komponenten oder Erweiterungen oder wie auch immer. Okay. Also das wird Plesk-spezifisch, genau. Das wird MySQL, Dump, wie auch immer. Also das wird... Copy, Fahrt, Staging, wie auch immer. Genau, gibt ja verschiedene Level an Backup. Genau, genau. Also da ich auf Server-Ebene bin, bin ich nicht abhängig von Joomla-internen Applikationen oder wie auch immer. Also nicht mal mein eigenes, würde ich da benutzen. Also ich mache irgendwas auf Server-Ebene, was auch sicher. Die Frage ist dann im Nachhinein, wie wird es auch wieder hergestellt? Weil wenn es über das Toolkit gemacht wird, also, dann sollte es auch wieder genauso... Ja. Also beim Update-Prozess wird es ja 1:1 kopiert und dann kann ich es 1:1 Rollback machen. Aber wenn wir weiterdenken, wenn wir so ein Staging machen, wo du Sachen testen kannst und dann Cloning das dann zurück, das wird natürlich komplizierter, weil da musst du gucken, wo sich was geändert hat und nur die Sachen überschreiben. Das ist zum Beispiel im WordPress Toolkit schon integriert und bei uns im Joomla Toolkit. Ist das integriert? Toolkit. WP Toolkit. Genau, und jetzt guck mal, jetzt habe ich die Updates gemacht, jetzt prüfe ich mal, ob die auch wirklich eingespielt wurden. Also hier sehe ich noch die Updates, jetzt suche ich nochmal nach Updates. Die Liste müsste leer sein, weil der hat ja die Updates durchgeführt. Und die ist auch leer. Das heißt, das Joomla Toolkit hat für euch die kompletten Updates gemacht. Ihr müsst euch gar nicht einloggen, gar nichts funktioniert. So, und jetzt zeige ich euch noch was. Ihr könnt natürlich auch den Core updaten. Aber jetzt habe ich eine alte Version installiert, die 3.6.5er. Ich weiß nicht, ob die aktualisiert werden kann. Mal gucken. Auf die 3.8. Müsste eigentlich gehen. 3.6.5 auf 8. 3.8. Müsste gehen? Davor nicht. Aber gut, dass ich die installiert habe. Weil ich habe extra eine alte Version gesucht. Okay, jetzt habe ich, wie ihr seht, habe ich hier eine Version, die 3.6.5. Jetzt gehe ich da drauf. Irgendein Projekt 1 habe ich es benannt, wie auch immer. Ich bin gleich durch, noch das Core-Update und haben es. Genau, dauert ein bisschen. So, zum Beispiel die Version habe ich über APS-Package installiert. Jetzt werdet ihr natürlich sehen, wenn ich auf Security gehe, dass zum Beispiel der Datenbank-Prefix nicht korrekt ist, weil er installiert immer noch mit Yoast-Unterstrich. Und das erkennt das Toolkit sofort und zeigt es halt an, dass es vielleicht umbenannt werden soll. Natürlich brauchen wir hier eine Funktionalität, die schreibe ich noch, dass man den Datenbankpräfix automatisch ändert. Ist ja relativ einfach. Du musst die Datenbanktabellen ändern, den Präfix und dann den Konfigurationsdatei neu schreiben. Fertig. Ganz easy. Jetzt kommt das Interessante. Core-Update müssen eigentlich auch gehen. Das heißt 3.8, Update Joomla-Version, Install, yes. Jetzt drück mal die Daumen, dass das geht. Das habe ich nicht getestet. Von der 3.6.5, 3.7.5 und so geht kein Problem los, aber 3.6.5 habe ich noch nie getestet. Aber müsste eigentlich gehen. Wenn Joomla das unterstützt, dann müsste es eigentlich auch gehen. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, weil er guckt, welche Version installiert ist. Dann braucht er natürlich das Full-Update-Paket. Das sind, keine Ahnung, wie viel Megabyte? 9 oder was ist das? Das muss er jetzt runterladen. Aber was wir eingebaut haben, ist, wir cachen. Das heißt, wenn ihr dann mehrere Prozesse habt, mehrere Seiten, die ihr jetzt updaten müsst, dann ist das Paket schon vorhanden. Das heißt, das geht dann viel schneller in den nächsten Instanzen. Nur das erste Update-Paket muss ja einmal geladen werden. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Victor, kannst du vielleicht mal einmal, das wird mich persönlich, ja. Gerade die Serverlast dann ist, wenn sowas ist? Oder wir können es ja mal kurz gucken. Ja, im Grunde ist es kein großer Serverlauf. Die Zeitspanne, die jetzt, wo es halt dauert, ist der Download. Ja. Und dann das Überschreiben der Dateien. Das ist im Grunde... Ich denke jetzt an das Agenturgeschäft. Wenn ich jetzt Kunden habe und ich muss, 30, 40, 50 Joomlas aktualisieren, das kann ich auch in einem rutschen. Das ist ein Feature, was noch kommt. Das steht auf der Roadmap.
aber wahrscheinlich nicht in der ersten Preview-Version, also nicht in der ersten Version, die wir öffentlich rausgeben als Preview, sondern dann in den weiteren Iterationsschritt. Aber das wird natürlich vorhanden sein, Mass-Management, dass du klickst, brrr, dann läuft die einfach durch. Im Grunde ist es ja nicht schwer, weil Ples kann ja auch die Timeouts und die auch selber setzen. Moment. Und deshalb kannst du ja auch den Prozess auch im Background laufen lassen, als Longtask. Und auch mit Backup. Ja, das, wenn das Backup drin ist, dann wird es automatisch Rollback und alles. Erkennt er und dann zeigt er dir auch an. Was ist mit Dritterweiterung, wo ich einen Schlüssel für brauche? Wenn die Joomla interne Update-Funktion unterstützen, werden die natürlich auch hier durchlaufen. Das heißt, wenn du die ID, den Schlüssel hinterlegst in den Einstellungen, dann wird natürlich über alles, was über die Joomla-internen Sachen funktionieren, werden auch im Joomla-Toolkit funktionieren. Weil ich mache nichts anderes als ein Wrapper und nutze direkt die Joomla-Funktion. Der Up- und Download läuft jetzt nicht über den Browser, das macht der Server direkt. Das macht der Server direkt. Wenn ich jetzt eine langsame Internetanbindung habe, lädt er das jetzt nicht über den Browser? Nee. Das macht er im Hintergrund, bloß dein Browser reagiert halt nur. Bloß hier zeigt es halt nicht an. Aber ich wollte euch nur kurz zeigen, 3.8 wurde aktualisiert. Wir prüfen das jetzt mal. Das heißt, ich muss wieder die Credentials hinterlegen. Oder ich könnte es natürlich nicht, ich muss natürlich nicht so machen. Ich kann einfach das Backend aufrufen. Okay. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es geklappt hat von der 365. Okay. Okay, ja, dann habe ich ja Glück gehabt, jetzt für die Live-Demo habe ich die richtige Version ausgewählt. Jetzt habe ich die Credentials nicht hinterlegt, deshalb muss ich mich jetzt manuell einloggen. Aber wenn ihr die hinterlegt, dann könnt ihr euch automatisch einloggen. GJD und jetzt, Mist, jetzt habe ich noch eine Taste hinzugefügt. War da doch nicht. Und wie ihr seht, wir sind auf der 3.8. Also das System wurde korrekt aktualisiert. Genau, und funktioniert. Das ist so quasi so ein kleines Preview, an was wir arbeiten. Und ich bin also gerne, ihr seid willkommen auch zu testen, wenn ihr wollt. Ich würde euch auch was zur Verfügung stellen. Ich würde auch gerne Feedback von euch bekommen. Wäre super toll. Und wir wollen natürlich das Produkt richtig gut machen und damit es auch ein bisschen Joomla, um Joomla ein bisschen zu pushen. Und schnell noch. Richtig, das kommt auch noch rein, darüber haben wir auch gestern gesprochen. Genau, das kommt als Security-Punkt, als Security-Maßnahme, dass man Checksum scannen kann, also überprüfen kann. Und da wird halt angezeigt, der Core wurde angefasst oder nicht. Das will ich noch einbauen. Das steht auch dran. Da machst du einfach einen Klick und er macht es im Hintergrund automatisch. Das heißt, du musst es auch nicht installieren in Joomla. Das wird das Toolkit für dich automatisch machen. Also keine Installation, sondern direkt über Plesk das Ganze ausführen. Holger noch? Noch ganz kurz, ich habe eben gesehen, deine Installation, die du gemacht hast, waren Beispieldateien drin. Was für Dateien? Da waren Beispielinhalte drin. Ja. Ich habe aber nicht gesehen, dass man das an- oder ausstellen kann. Ganz und noch nicht, aber kann man noch einbauen. Also ich habe momentan, ich habe es per Default noch aktiviert, in der Preview-Version ist es halt drin, damit ich Inhalte habe. Ja, also sonst kann ich. Aber du hast natürlich recht, man kann es auch deaktivieren. Aber das kann man, das geht. Das geht, ich habe den Befehl schon, aber ich setze ihn jetzt hardcodiert auf Ja, aber man kann auch Nein sagen, also wenn du als User Nein willst. Du wirst einen Fehler angezeigt bekommen, aber also es gibt kein Rollback oder so. Das heißt, du könntest. Bei Joomla zeigt es ja dann an. Auch richtig. Kommt diese Nachricht dann auch in deinem Toolkit? Es kommt eine Nachricht, es kommt nicht die 1:1-Nachricht, aber es kommt eine Nachricht, dass das nicht korrekt funktioniert hat. Und da musst du im Zweifel musst du dich einloggen und gucken. Also momentan gibt es kein Rollback. Ey, ich weiß, warte kurz. Vielen Dank.